zeitgleich in Biberach. Über 1000 Menschen sind gekommen, um die Rede von Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu hören. Dass der politische Aschermittwoch kein gewöhnlicher ist, wurde gleich zu Beginn deutlich. Mit einer Schweigeminute für die Opfer des Zugunglücks im bayerischen Bad Aibling. Hier in der Stadthalle wurden leisere Töne angeschlagen, deshalb aber nicht weniger nachdrücklich. Große Koalition macht mir da schon einige Sorgen, weil sie sehr, sehr lange brauchen, bis sie sich auf irgendwas einigen. Dann haben sie es mal gemacht, dann wird es widerrufen. Oft werden Vorschläge in die Welt gesetzt, die gar nicht umsetzbar sind, die nicht konsentiert sind, die nachher nicht gemacht haben, die nur oft radikal klingen, aber nachher gar nichts bringen. Und ich will sagen, das ist wirklich Gift. Das landet alles bei der AfD. In Kerneuropa herrsche seit 70 Jahren Friede, Freiheit und Wohlstand. Daran sehe man, was uns Europa wert sein muss und was es geschaffen hat mit seinen lebendigen Demokratien, so Winfried Kretschmann. Weiter sagte der Ministerpräsident, sollte Europa an der Flüchtlingskrise zerbrechen, dann sei das eine Katastrophe epochalen Ausmaßes. Die Kanzlerin ist eine erfahrene Krisenmanagerin und ich frage sie mal, weil das jetzt etwas persifliert worden ist, dass ich für Ihre Gesundheit bete. Jetzt überlegen Sie sich mal, wenn die Frau stürzt, welcher Regierungschef sehen Sie denn in Europa, der den Laden zusammenhält? Ich sehe nicht. Nicht nur einmal rückte er eine europäische Lösung als die einzige in den Vordergrund. Das sei ihm eine Herzensangelegenheit. Deutschland dürfe jetzt nicht die Nerven verlieren. Der AfD attestierte er einen Mangel an Humanität. Deswegen bitte ich Sie alle inständig, lassen Sie sich von diesen Demagogen nicht verführen. Widerstehen Sie alle denen. Alle diese Leute haben in der Geschichte der Menschheit nur Unheil über ihre Völker gebracht und sonst gar nichts. Verbalattacken, wie bei einem politischen Aschermittwoch üblich, waren in Bezug auf den CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf überschaubar, gleich er dessen Namen auch nicht explizit erwähnte. Noch 31 Tage bis zur Wahl. Als der Ministerpräsident seine Rede nach knapp einer Stunde beendete, gab es vom Publikum Standing Ovations.